Guten Morgen! Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mir ein Gesicht malen und zwar wollte ich was Frühlingshaftes. Ich habe irgendwie Lust, ein bisschen Farbe zu benutzen. Eigentlich habe ich das immer, aber ich dachte, wir machen irgendwas so, ja, in Rosé. Und dazu hatte ich jetzt mir diese drei Dinge aus dem Schminkkorb gesucht. Ein bisschen so beige, rosé mit Glitzer. Ich denke, das kommt ganz gut, wenn die Sonnenstrahlen erstmal so richtig kommen. Ich habe auch so ein frühlingshaftes Oberteil an. Hoffentlich habt ihr meine Nibbelies nicht gesehen. Es wäre schön, wenn ich ein Video, vielleicht mache ich eins dazu oder ich berichte irgendwann in Top und Flops davon. Ich habe sie schon aufgetragen, allerdings habe ich irgendwie ein spannendes Gefühl auf der Haut. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht an dem Serum, was ich noch drüber gegeben habe. Oder ich habe... Habe ich überhaupt diese Creme benutzt heute Morgen? Ich weiß es schon nicht mehr. Es kann sein, dass ich sie benutzt habe und dann duschen gegangen bin. Und deswegen meine Haut spannt. Ich habe keine Ahnung. Was ich halt machen würde für den Frühling trotzdem, einen Primer zu benutzen. Ich würde nicht mal so einen reichhaltigen nehmen, weil ich ja etwas öligere Haut habe. Und ich finde einfach, dass das unschön aussieht. Aber so im Wangenbereich kann ich ruhig diesen Coconut Primer benutzen. Den finde ich gar nicht mal so schlecht, sind 30 Milliliter drin. Riecht so ein bisschen nach Kokosnuss. Ja, nicht so... Er riecht schon nach Kokosnuss, aber da ist noch irgendein Hauch von irgendwas anderes drin. Aber ich finde den tatsächlich im Wangenbereich richtig gut, weil er irgendwie, habe ich das Gefühl, ja, so ein... Ich weiß es nicht. Er macht halt nichts schlimmer, deswegen finde ich ihn eigentlich ganz gut. Es gibt ja Primer, die wirklich scheiße sind. Der geht jetzt tatsächlich... Da habe ich so trockene Haut. Ja. Der geht und ist ganz angenehm. Ist auch ein bisschen beppig. Vielleicht hält dadurch auch die Foundation ein bisschen länger. Denn ich finde einfach die Foundation klasse, die ich heute benutzen werde. Ich liebe sie. Sie macht wirklich ein ganz, ganz tolles Hautbild. Und ich hatte auch diesen 1-Minute Corrector als Basis genommen. Also einfach nur, um meine Poren zu schließen. Das können wir heute auch machen. Dann schließe ich mal die eine Seite mit dem hier. Das fand ich nämlich echt schön. Also es ist wirklich ein tolles Produkt, um das Hautbild zu verfeinern unter der Foundation. Das ist vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hatte da so gerade eine Idee. Anti-Redness, ne? Gibt es ja von It Cosmetics. Das hat ja auch so eine Farbe. Jenny, mein Schatz, Highlights. Kann ich ja mal was dazu sagen? Wie es von der Konsistenz ist. Ich war, ehrlich gesagt, bei uns ist der Douglas am Arsch der Welt. Und wir haben ja so eine kleine, schnuckelige Parfümerie. Und die ist ja so klein, dass es mir schon unangenehm ist, da rauszugehen, ohne was zu kaufen. Also, wisst ihr, was ich meine? Dass man, weil die Frau so drauf, nicht angewiesen, vielleicht ist sie nicht drauf angewiesen, aber sie will dann gleich helfen. Und ja, ich möchte, keine Ahnung, ich will ja nicht gleich immer alles gleich kaufe. Ja. Aber es sieht schon mal unter der Foundation richtig schön aus. Und meine Foundation hatte ich gerade eben in der Hand. Ist die Yves Saint Laurent Touche Eclat Le Teint Foundation. Die hat mir die liebe Sunny geschenkt. Und ich bin so happy, so eine Foundation mal auszuprobieren. Ich weiß es nicht, dazu hätte ich jetzt nicht gegriffen, muss ich sagen. Also mir jetzt selber zugelegt. Aber es ist toll, sowas natürlich auszuprobieren und zu merken, aha, High-End Foundation kann schon was. Leider merkt man sowas immer dann. Drei Pumper reichen mir dann fürs komplette Gesicht. Mehr brauche ich nicht, auch nicht an Deckkraft oder so. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein bisschen viel, aber ich finde das genau richtig. So, ich muss meinen Eimer nass machen. So, ich habe mich gerade mit Tageslicht gesehen und dieser Foundation. Und wenn ich auch so in den Spiegel gucke, sieht das echt fürchterlich aus. Aber wenn ich das verblende, passt es tatsächlich. Das sieht einfach, ich weiß es nicht, so orange aus. Aber dennoch hat das die letzte Zeit, also ich muss sagen, heute ist Donnerstag, die ganze Zeit super funktioniert. Ich wollte eigentlich morgen ins Ikea, Mann. Ich wollte mir unbedingt eine Nachttischlampe...
so eine Lampe kaufen, wie die Jenny, Miss Carly Chen hat. So viele Jennys. Meine Lieblingsmädels sind die Jennys. So viele davon, so viele und so tolle Mädels. Natürlich auch mit anderen Namen, wie die Nikki zum Beispiel oder die Sunny. Ist ein Sonnenschein. Der Name passt super, wie die Faust aufs Auge zu dir, mein Schatz. Du machst einem echt gute Laune. Wenn man was von dir liest oder hört, muss ja nicht immer was Positives sein, aber es macht trotzdem gute Laune, was von dir zu hören. Das meine ich, ne? Muss ja nicht immer Arschkriecherei sein. Ich sehe gerade, ich habe eine Falte am Ohr. Seht ihr das? Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, glaube ich. Ja, also wie gesagt, die Foundation finde ich richtig toll. Die hebt wirklich lange auf meiner Haut. Das ist wirklich einer mit der einzigen, die auf meinem Gesicht auch im Wangenbereich bleiben. Ich habe das Sunny neulich ein Bild geschickt. Wenn ich es noch habe, kann ich es einblenden, weil ich habe meinen Speicher entleeren müssen, weil mein Schneideprogramm so riesig ist, Mann. Und ich nicht so viel Speicher hatte, weil ich so viele Videos vorproduziert habe und noch nicht zum Schneiden kam. Ich habe ja schon, glaube ich, acht Videos hochgeladen, aber noch nicht online gestellt. Ja, genau. Ich, wenn ich Zeit habe, produziere ich. Und wenn ich Zeit habe, schneide ich. Und ja, ich habe tatsächlich noch ein Privatleben. Aber manchmal passt es einfach gerade ganz gut. Zum Beispiel heute möchte ich noch kurz schnell meine Flops abdrehen, weil die stehen. Ja, das Zeug wartet ja. Ja, genau. Dann benutze ich den Concealer von... Der kommt definitiv in die Flops rein. Definitiv, das darf ich nicht vergessen. Denn ich mache das zusammen, weil sonst habe ich nicht so viel, um euch das zu zeigen. Sonst lohnt sich kein ganzes Video, sag ich mal, mit 2 Minuten. Ja. Ich habe manchmal hier an der Nase das Problem, dass die Foundation so bricht, weil meine Nase irgendwie am äußersten Rand irgendwie so trocken ist, dass es echt ein bisschen unschön aussieht, sag ich mal. Ich muss sagen, mit dieser Yves Saint Laurent Foundation funktioniert tatsächlich auch das MAC Puder. Das finde ich sogar richtig schön in Kombination. Unter meinen Augen trage ich trotzdem noch, vielleicht seht ihr das, dass sogar die 120, dass das viel gelber ist als das. Und das hier trage ich aber unter meinen Augen. Nee, unter meinen Augen, meine Lieben, trage ich mir diese NYX Palette auf. Da bin ich jetzt fleißig dabei, diese 2 Töne unter die Augen zu bringen. Und ich finde das Finish toll. Ich weiß nicht, ob das unter der, wegen der Foundation liegt, aber ich finde das Finish nicht mal trocken. Das habe ich jetzt die ganze Woche so getragen. Immer diese 2 in Kombination. Und ich fand das richtig schön. Es hat mein Hautbild so schön gemacht. Vielleicht sind es auch alle Produkte in Kombination oder meine Haut ist gerade ein bisschen problemlos. Ich habe nicht so viele Probleme, selbst wenn. Drauf geschissen auf diese kleinen Probleme, die man hat. Ich meine, und dann benutze ich das MAC Puder. Nein! Das MAC Puder. Und sette sozusagen mein Gesicht nochmal. Ich könnte ja auch mal in einem Video zeigen, wie ich meine Augenbrauenroutine mache, denn ich mache das geschminkt. Finde ich am allerbesten. Also wenn ihr Bock habt auf so eine Augenbrauen-Zupfgeschichte, auch, ja, wie ich das halt, es ist nichts Spektakuläres, sage ich mal. Aber es ist doch ein bisschen anders, als andere das machen. Also jeder hat eine Pinzette wahrscheinlich in der Hand oder einen Faden. Ich mache das natürlich nicht mit dem Faden, um Gottes Willen. Ich trage mir erstmal Augenbrauen auf und da benutze ich das hier von Elf Cosmetics in Taupe. Das geht so rucki-zucki damit. Also dieser Stift ist nicht schlecht, aber ich habe ja euch erzählt, dass bei mir die Augenbrauen immer so ein paar Härchen mit rausgezogen werden. Ist das bei euch auch? Oder sind meine Augenbrauen einfach so locker drin? Und ich irgendwann keine mehr habe.
Das wäre ja echt schade. Oh, da habe ich den Bogen aber ziemlich hochgezogen. Man ist einfach im Frühling und im. Ja, okay, wenn es richtig heiß ist, ist man auch nicht so motiviert, finde ich. Aber wenn der Frühling kommt und die Sonnenstrahlen, man genießt doch alles. Irgendwie viel, viel mehr und ist viel gelassener und energievoll. So habe ich das zumindest. So. Ja, kann man mal machen. Wie gesagt, ist in Taub, kann ich euch empfehlen. Hebt echt lange für das, dass es so ein Stift ist. Und er bricht tatsächlich nicht ab. Er ist mir nicht ein einziges Mal abgebrochen, wie der von Catrice. Da ist er mir abgebrochen, als ich auf den Augenbrauen irgendwann hatte. Ja. Dann benutze ich noch den Brow Idol. Ich weiß, ich habe keinen Sonnenschutz genommen, aber in der Tagespflege sind ja 15. Die sind so fette Balken manchmal. Ja, dann fixiere ich mein ganzes Gesicht mal mit dem Glow Setting Spray. Das finde ich ja immer noch nach wie vor einer der besten Sprühköpfe. Da hat sich wirklich der Zehner gelohnt. Ich meine, 10 Euro für ein Setting Spray, was nur 30 Milliliter beinhaltet. Lecco mio. Wirklich. Aber ich fülle da ja was anderes rein und ich hatte Glück, sage ich mal, dass es funktioniert bei mir. Und ich das nicht in der Tonne ausklopfen muss, also ausschütten muss. Ja, genau. Okay, das hatten wir schon mal. Dann, ja, benutzen wir gleich das hier. Ich möchte heute keine scharfe Kontur. Ich finde das unschön, muss ich ehrlich sagen, wenn man so eine harte Kontur hat. Ich will ja unbedingt dieses Video machen, wo ich Sachen mache, die ich nicht machen möchte. Also wie ich mich nicht schminke, wie andere das machen oder so. Das finde ich eigentlich cool. Ich will damit ja niemandem irgendwie Schaden zufügen, sondern einfach nur die Techniken benutzen, die ich eigentlich nicht gerne mag. Das fand ich cool. Weil viele machen ja dieses komische Dreieck und voll viel Concealer, drei Schichten, das geht bei mir. Also ich mache schon einiges an Concealer, aber so viel geht dann doch nicht. Okay. Lidschattenbase war mal wieder etwas too much. Hier ist nämlich tatsächlich bei Lidschattenbase weniger ist mehr. Völliger Programm, sonst creased das nämlich trotzdem, meiner Meinung nach. Okay, dann fangen wir an einfach. Ich möchte so ein bisschen, ja, Rosé angehaucht sein. Hier ist nicht ganz so Frühlings. Also dieser Ton ist wirklich wunderschön. Ich werde die Palette auch in Kombination benutzen. Ich dachte, wir fangen aber hier mit an. Und zwar ist das ein Blush von Cara Naturi. Und den gebe ich mir als Übergangston drauf. Denn in meiner Paletten, ja, in meinem Schminkkorb ist nichts so Rosanes dabei, deswegen benutze ich die 04 Apricot Royal Apricot für meinen Übergangston und trage mir den hier mal so auf. Das ist ein matter Blush, deswegen sieht es eigentlich ganz, ganz gut aus, wenn man den benutzt. Und der ist nicht so, ja, der ist nicht so pudrig, der hat irgendwie so eine merkwürdige Konsistenz. Er ist so pudrig, sieht aber nicht so trocken aus, ne? Wenn ich auf den. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Wie man sich selber leben kann. Ich mach mal in dieses Video eine Umfrage rein, wie lange ihr dabei seid. Ob ihr schon von Anfang an dabei seid oder ein paar Monate oder schon ein paar Jahre. Okay, dann vertiefe ich das Ganze ein bisschen. Das muss gar nicht so stark sein. Denke ich. Ich gehe in diesen kupferfarbenen Ton. Vertiefe das Ganze hier so ein bisschen in der Lidfalte. Manchmal stört mich das nicht, wenn so ein bisschen Schimmer da oben drüber ist. Man sieht ja eh nichts wegen Schlupflid. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Farbe, die sich auch gut verblenden lässt und trotzdem sichtbar ist. So viel Zeit haben wir leider nicht. Hier so ein mega
mega Make-up mache. Und ja, das ist eigentlich schon ausreichend, würde ich sagen. Dann sind ja die Lider ein bisschen beppig. Und das ist auch eine dumme Angewohnheit von mir. Ich benutze diesen Kiko-Lidschatten in der Farbe 18. Sprühe den Scheiß mal an. Das teure Setting Spray. Drücken wir das mal hier so auf. Ich finde ja, das könnte ein Ticken größer sein. Dieser Pinsel von Essence. Aber es ist ja auch nur so ein Smudger. Das ist doch schon ziemlich dunkel, ne? Und den trage ich mir den im ersten Drittel, ja, bis zu zwei Drittel auf. Und den letzten Drittel lasse ich frei, um dieses Lila dran zu machen. Das finde ich so schön. Das feiere ich immer noch. Die Feuer, die ganze noch bis morgen früh. Das Lila hier. Das ist echt eine ganz, ganz tolle Farbe. Oh, war jetzt gerade ins andere. Also diese Palette ist wirklich was geworden. Ich werde mir die anderen auch mal anschauen. Ich habe nicht so den Drang, unbedingt noch eine zu kaufen. Aber ich finde die Qualität wirklich richtig gut. Und selbst wenn man sich das, selbst wenn man das einem Teenager schenkt, ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache. Bin ich froh, dass meine Tochter kein Teenager, noch kein Tina Turner. Okay, wir gehen nochmal in den Blush rein. Das ist so eine wunderschöne Farbe und ich trage mir den nochmal hier so auf. Und auch unten am Wimpernkranz, damit ich so ein bisschen dieses Lila zarter hinbekomme. Voila! Voila la la. Dann benutze ich diesen Champagnerton. Champagner für alle. Ich kann schon reden ohne Sinn. Sinnfrei halt. Ich liebe sinnfreie Themen. Und trage mir ihn einfach als ich habe ja trage ich mir von Essence mal unten auf. Also hier. Damit das Auge schön strahlt. Weil es wirklich so einen richtig schönen Metallschimmer hat. Und den Eyeliner von Catrice, den ziehe ich mir gerade so einen kleinen Lidstrich. Und dann hole ich euch noch. So, was ich jetzt noch gemacht habe, ist einfach das Rouge aufgetragen. Den Bronzer von Love. Den in Kooperation da mit der Sarah. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Also der gibt so einen leichten, nicht Schimmer, aber er lässt irgendwie die Haut gesünder aussehen, finde ich, vom Haut. Also von der Farbe her ist er so ein Orange-Gold. Also wirklich interessant. Und dann hatte ich mir noch eben einen Lidstrich gezogen und auch um unteren Wimpernkranz ein bisschen Wimpern geduscht. Dann hatte ich eben den Blush auch auf der Nasenspitze und den Bronzer aufgetragen. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Also, ja. Da habe ich hier zum von NYX Suede die 09. Das ist Cream, also Tea and Cookies. Sehr, sehr schöne Farbe. Wirklich für den Alltag oder auch Frühling, Sommer. Passend zum Blush und zum Augen-Make-up. So, mittlerweile sind meine Haare dann auch trocken. Und ich kann euch auch zeigen, was ich meine, denn jetzt ist es wieder passiert. Hier bricht das. Habt ihr das auch? Also es ist jetzt nichts so Störendes, aber habt ihr das auch? So, wie findet ihr meinen Frühlingslook? Ich finde ihn frisch, frisch. Man kann in den Tag starten, das sieht cool aus. Ich werde mir noch eine hellrosifarbene Nagellack drauf machen. Meiner ist so richtig komisch. Wollen wir gar nicht sehen, wie hässlich das ist. Ich finde, das sieht wirklich
richtig, richtig frühlingshaft aus, passend wirklich zum Oberteil, wie ich finde. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und da machen wir was nochmal für den Frühling. Gerne Farbwünsche. Ich finde ja, jede Pastellfarbe oder sowas passt. Oder meine 10 liebsten Frühlingspaletten oder sowas. Oder was ich euch anbieten kann. Sag ich mal, einfach als Farbschema. Irgendwie sowas. Genau. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Ciao.